Geht jetzt alles ganz schnell. Helene soll in ihrem neuen Lava-Total-Verschuss sehen sein und alle guten Ratschläge in den Wind schießen. Knapp 6 Millionen Zuschauer schalteten am zweiten Weihnachtstag die Helene Fischer Show ein. Viele davon vermutlich, um einen Blick auf die Sängerin und ihren Akrobaten Lava zu werfen. Denn erst wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass Helene ihrem Florian 37 schon vor 2 Monaten den Laufpass gegeben hatte. Nun hat sie einen neuen. Der Mann, ihr Tänzer Thomas Sietel 34, der mit ihr zuvor schon atemlos performte. Helene Fischer ist im 7. Himmel. Doch die Zuschauer der weihnachtlichen TV-Show wurden enttäuscht. In den Armen ihres Lovers glitt die Schlagersängerin 34 dort nicht durch die Lüfte. Im 7. Himmel schwebt sie mit dem männlichen Teilzeitmodel allerdings trotzdem. Wie Intouch aus Helenes Umfeld erfuhr, soll es ihr mit Thomas richtig ernst sein. Alle aus Helenes Umfeld dachten anfangs, es wäre nur eine Phase. Doch Helene soll so vernarrt in Thomas sein. Dass sie die guten Ratschläge der anderen in den Wind geschossen hat, plaudert ein Insider gegenüber Intouch aus. Drama nach der Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen. Denn natürlich ahnten alle, wenn Helene und Florian Silbereisen sich trennen, bricht ein Orkan aus und ein neuer Mann macht den nur noch schlimmer. Wie schlimm, zeigte sich wenige Stunden nach Bekanntwerden der Liaison. Thomas deaktivierte seine Homepage, löschte sein Instagram-Profil. Weil er zur Hassfigur von Fans wurde. Gleichzeitig campierten vor seiner Wohnung in Berlin Fotografen. Ganz schön viel für jemanden, der bisher nur im Hintergrund tanzte. Die beiden sollen sehr verknallt sein, so der Insider zu Intouch. Geht jetzt etwa alles ganz schnell? Schließlich hatte Helene schon angedeutet, dass sie Kinder haben will. Eines Tages werde ich Mutter sein, sagte sie einmal. Mit 34 ist man dafür im besten Alter. Hoffentlich hört sie in dieser Sache tatsächlich auf ihr Umfeld und lässt sich trotz Liebeswahn noch etwas Zeit damit.